Die Schiedsrichterposse eskaliert. Erich Kratschmer versucht, den Ausschluss seiner Kollegen zu verhindern. Er präsentiert der Ligaspitze ein Konzept, das das Schiedsrichterwesen reformieren soll. Die Liga geht auf das Konzept nicht ein und sperrt den 49-Jährigen bis auf Weiteres. Kratschmer hat nichts mehr zu verlieren. Er geht an die Öffentlichkeit. Man hat also in der Präsidiumssitzung am Mittwoch dann formal den Beschluss gefasst, der allerdings schon aus meiner Sicht Tage davor festgestanden war, die beiden Kollegen auszuschließen. Das ist aus meiner Sicht ein reiner Willkürakt. Ich musste mich aus persönlichen Motiven einerseits mit den beiden Kollegen solidarisch erklären. Diese Solidarität könnte Erich Kratschmer seine Bundesliga-Karriere kosten. Seiner Meinung nach ist das Vorgehen der Liga nicht legitim. Aus meiner Sicht haben die beiden Kollegen Kimber und Roth kein Vergehen begangen, das es rechtfertigen würde, sie auszuschließen. Erich Kratschmer sieht sich und seine Kollegen als Opfer der aktuellen Kräfteverhältnisse in der ABL. Die internen Machtstrukturen im österreichischen Basketball sind so, dass in Wahrheit Präsident Steger mit einigen Managern und Präsidenten von Bundesliga-Vereinen das Sagen haben. Als Beispiel möchte ich bringen, dass ein mächtiger Vereinspräsident mir gestern hat ausrichten lassen, wenn ich noch einmal den Mund aufmache, würde ich nie wieder in Österreich ein Spiel pfeifen. Allein das zeigt, und diese Maßnahme kann er auch durchsetzen, vermute ich, dass eine Unabhängigkeit der Schiedsrichter von den Vereinen und deren Präsidenten und Managern in keiner Weise gegeben ist und gewahrt ist. Im Fall von ABL-Präsident Steger und seiner privaten Nähe zum Damenclub Post Wien sei es besonders brisant, Spiele zu leiten, sagt Kratschmer. Wenn ein Schiedsrichter die Mannschaft des Herrn Dr. Steger, die Damenmannschaft Flying Foxes, pfeift, muss er damit rechnen, wenn die Mannschaft verliert, dass seine Karrieremöglichkeiten in Zukunft eingeschränkt sind. Erich Kratschmer sieht die Objektivität der Schiedsrichter mittlerweile stark gefährdet. Andererseits habe ich mich in den vergangenen Wochen, Monaten selbst dabei ertappt, am Spielfeld bei kritischen Entscheidungen zu fragen, ob diese Entscheidung, die ich jetzt am Spielfeld zu treffen habe, mir persönlich schadet. Und wenn es einmal so weit kommt, dann sollte man besser sagen, ich bin nicht mehr objektiv und ich muss die Konsequenz tragen. Als Beispiel nennt Kratschmer die Schiedsrichterbesetzungsposse rund um Harald Fischl und das Cup Final Four. Fischl hat sein Ziel erreicht, denn er wurde eine Woche später Cupsieger. Und ich kann nicht beurteilen, was diese Aktion im Unterbewusstsein der dort pfeifenden Schiedsrichter ausgelöst hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er ohne diese Aktion auch Cupsieger geworden wäre. Erich Kratschmer spricht im Premiere-Interview langjährige offene Geheimnisse der österreichischen Basketballszene an. Jetzt liegt es an den Verantwortlichen, sich diesen Vorwürfen zu stellen.